Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Lebensmittelkennzeichnung ist ein wichtiges Thema und insofern ist das ein hochsinnvoller Antrag der CDU. Man darf dabei nicht vergessen, dass es sich nicht nur an Wissenschaftler richtet, sondern eben insbesondere an Verbraucher und Verbraucherinnen. Wir haben vor ein paar Wochen hier auf dem Marktplatz gesessen und uns über die Bio-Fair-Diskussion auseinandergesetzt. Da gab es übrigens ein sehr interessantes Beispiel, was wirklich eine wirksame Lebensmittelkennzeichnung ausmacht. Bei den Eiern. Die Kennzeichnung auf den Eiern ist völlig klar, wie man das an einer Ziffer inzwischen nachvollziehen kann. Also 0 für Ökohaltung, 1 für Freiland, 2 für Bodenhaltung und 3 für Käfighaltung. Das hatte einen Effekt, und zwar den, dass es quasi beim Absatz von Eiern weitgehend die Käfighaltung zurückgegangen ist. Halte ich für, ja, trotzdem muss man ja sagen, relativ simpel. Relativ eingängig und durchaus wirkungsvoll. Das ist übrigens ein Aspekt, der bei dem CDU-Antrag ein bisschen zu kurz kommt. Das ist in der Neufassung zwar besser, aber trotzdem nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das Wesentliche bei der Lebensmittelkennzeichnung, wie es auch hier schon angesprochen wurde, ist tatsächlich die Lebensmittelklarheit. Da finde ich das mit diesem Hinweis auch auf die Website vollkommen richtig. Es muss verständlich sein. Und es darf nicht hinten was anderes draufstehen, wie vorne suggeriert wird und umgekehrt. Ich meine, wir kennen das ja mit der Kräutermischung. Kräuter und Gewürze pur. Wenn wir Glück haben, sind 11% drin. Ja, oder der Fruchtdrink mit den heimischen Früchten und regionales Obst und so weiter und so weiter. Sie haben hier auch schon ein paar Beispiele genannt. Abbildungen sind ja auch ein wichtiger Punkt. Dass der Joghurt mit der Frucht drauf nur vielleicht mal an der Frucht vorbeigetragen worden ist, ist ja auch kein Geheimnis. Oder sagen wir das mit Analogkäse oder Presswurst. Das ist natürlich faktisch eine legale Form der Verbraucher-Verbraucherinnen-Täuschung. Und da ist es natürlich so, dass diese Organisationen und die Verbraucherzentralen mit Recht fordern, dass es letztendlich hier auch um Klarheit gehen soll. Was immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher wissen möchten und was ja auch im Rahmen des transnationalen Freihandelsabkommens immer auch ein kritischer Punkt gewesen ist und was wurde hier glücklicherweise auch schon erwähnt, ist die Frage der gentechnisch veränderten Lebensmittel. Und insbesondere auch, was sind es dann letztendlich für eine Produktionsart, was sind es für Futtermittel, die verwendet wurden und insbesondere natürlich auch, wenn es um Fleisch geht. Es ist ja schön und gut, Maishähnchen aus Frankreich. Und was es dann aber frisst, das wissen wir nicht. Und da sind natürlich Tür und Tor offen. Das sind Fragen, wo sich Verbraucher und Verbraucherinnen verunsichert fühlen und die natürlich auch bei uns überall eine große Diskussion entfacht haben, zu Recht. Der CDU-Antrag konzentriert sich auch auf die Zusatzstoffe. Die Kritik an der Bezeichnung natürlicher Aromen ist vollständig zutreffend. Ebenso die Kritik an diesen ausufernden funktionalen Additiven. Clean Labeling nennt man das ja heute in der Lebensmittelindustrie. Das heißt, die Verbraucherinnen lesen ja nicht so gern das, was mit E sowieso da drin ist. Also leistet man sich quasi andere Bezeichnungen, um die E's quasi ein Stück weit rauszufegen. Das ist in der Tat ärgerlich. Was ich ausgesprochen schade finde, ist die Frage der Kennzeichnung von Fleischerzeugnissen, die jetzt weggefallen sind. Das finde ich ausgesprochen bedauerlich. Da geht es ja nicht nur einfach um die Herkunftsbezeichnungen nach dem Motto Frankfurter Würstchen, sondern da geht es tatsächlich darum, was für eine Haltung, was für eine Produktionsart steckt dahinter. Und ich meine, in dem Moment, wo man auch nur Salz dazu hat, ist es ja schon ein Fleischerzeugnis. Und ich glaube, gerade beim Fleisch müssen wir sehr genau hingucken und brauchen unbedingt ein Kennzeichnungssystem. Das wäre wirklich ein großer Fortschritt bei der Lebensmittelklarheit. Ich möchte am Schluss auf einen Punkt noch mal hinweisen, der angeklungen ist, zumindest bei meiner Kollegin Frau Grubin, die gesagt hat, wir müssen uns mal grundsätzlich über die Qualität von Lebensmitteln und Ernährung unterhalten und aber auch, wie Frau Dr. Schäfer gesagt hat, wir brauchen es auch in zu erschwinglichen Preisen. Ich meine, wir haben hier früher mal einen Warenkorb gehabt, den man sich angeguckt hat für Menschen, die im Hartz-IV-Bezug bzw. Sozialhilfeempfänger, Empfängerinnen oder auch überhaupt Geringverdienerinnen sind. Wir haben im Land Bremen 100.000 Menschen, die über Transferleistungen ihr Einkommen streiten müssen, für die alle Ausführungen weitgehend
erstmal effektfrei sind, weil sie sich selbstverständlich nach dem günstigsten orientieren müssen. Und ich finde, da müssen wir tatsächlich es schaffen, es auf allen Ebenen diese Kennzeichnungspflicht hinzubekommen und auf der anderen Seite auch zu sagen, naja, wie soll es denn möglich sein, für 4,63 Euro pro Tag sich diese Qualität tatsächlich zuzuführen. Und das ist etwas, was ein gesellschaftliches Problem ist, das Folgekosten erwirkt, die nicht gerade besonders fröhlich stimmen. Und ich finde, an der Ecke brauchen wir keine gesundheitliche oder ernährungsmäßige Spaltung, sondern das muss selbstverständlich auch im Mittelpunkt stehen. Vielen Dank.